Hallo Kinder, herzlich willkommen hier bei der Wuselstunde mit mir, mit der Maja und mit Leo Lausemaus. Leo Lausemaus will nicht schlafen. Heute lese ich euch diese Folge vor, weil ich glaube, dass viele, viele von euch das kennen, oder? Man liegt in seinem Bettchen, man möchte die Augen zumachen, aber irgendwie ist man nicht richtig müde, man schläft einfach nicht ein. Kennt ihr das? Und vielleicht geht es euch ja so, dass ihr einfach noch über Dinge nachdenkt oder total aufgeregt seid, weil mal am nächsten Tag irgendwas Spannendes passiert. Oder weil ihr denkt, oh, der Tag war so schnell vorbei, ich wollte doch noch das spielen und ich wollte doch eigentlich noch mal draußen toben. Und irgendwie habt ihr noch keine Lust, dass der Tag zu Ende ist. Dem Leo geht es genauso. Und der Leo lebt ja mit seiner Familie in einem kleinen Mäusehaus, hat eine liebe Mäusemama und die überlegt sich natürlich immer, wie sie ihm da helfen kann, dass sie ihn überzeugen kann, zu essen oder zu schlafen. Das ist der kleine Leo Lausemaus. Heute hat er wieder viel erlebt und das macht ganz schön hungrig. Es ist bereits Abend und zum Glück gibt es etwas Leckeres zu essen. Wer das letzte Mal zugehört hat, der weiß es. Da hatte er Möhrensuppe, was er aber ganz besonders mag, ist Käsesuppe. Ich liebe Käsesuppe. Schade, dass sie schon alle ist, seufzt er und leckt noch den letzten Rest vom Löffel. Sein allerliebster Spielkamerad, der kleine Bär Teddy, wartet schon auf ihn, damit sie zusammen ins Bett gehen können. Und jetzt zeige ich ihn euch nochmal, dann seht ihr nämlich auch den Teddy. Teddy sitzt hier unter dem Stuhl von Leo Lausemaus und Leo Lausemaus schleckt seinen Löffel ab. Und ihr seht immer neben den Bildern manchmal solche, so ein paar Buchstaben. Also wer von euch schon lesen kann, der kann ja mal schauen, ob er das schon entziffern kann. Und an den Bildern von Leo finde ich ganz besonders süß, dass man immer irgendwelche Dinge entdeckt. Zum Beispiel hier diesen Knopf, hier ist eine alte Zeitung, eine zerbrochene Tasse, ein großer Löffel, der ist natürlich viel zu groß für Leo. Leo hat so einen kleinen Mäuselöffel hier. Und ihr seht, sein Hochstuhl ist wirklich zusammengebaut aus Streichhölzern, seht ihr hier die Streichhölzer mit den Rückenköpfen und hier so eine Rinde von einem Baum. Also man kann immer ganz, ganz viel auf den Bildern entdecken. Im Zimmer von Leo Lausemaus sieht es immer etwas unordentlich aus, aber ihm gefällt das so. Die Kerze brennt schon. Zeit für Leo, sich aufs Schlafengehen vorzubereiten. Er zieht sich sein weiches, frisch duftendes Nachthemdchen über den Kopf. Seine Mama hat ihm darauf einen lachenden Mund gestickt. Ach, ist das kuschelig. Hier seht ihr das auch. Hier sieht man den Mund auf dem Nachthemdchen und hier ist die kleine Nase mit den Schnauzhaaren von dem Leo. Brrr, sagt er. Vielleicht ist ihm beim Umziehen aber auch ein bisschen kalt. Vielleicht ist es nur durch die Kerze, vielleicht wärmt ihn die Flamme der Kerze. Und zumindest macht sie ihm Licht beim Umziehen und ins Bettchen gehen. Und was kann man dann noch Schönes entdecken? Hier hat er einen großen Buntstift, weil er hier eine Sonne gemalt hat. Hier hat er ein Schaukelpferd, eine kleine Katze und hier ist wieder Teddy. Und hier ist ein Mauseauto. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ein Auto mit Rädern und mit Mäuseohren. Voll lustig. Genau, bei Leo gibt es immer so viel zu entdecken. Nun noch schnell die Zähne putzen. Auch für eine Maus ist es wichtig, saubere Zähne zu haben. Wie lecker diese Zahnpasta doch schmeckt, denkt Leo und bürstet gleich noch den ganzen Mund ab. So verschwindet auch der letzte Rest der geliebten Käsesuppe. Mach die Zahnpastatube wieder zu, erinnert ihn seine Mama. Hier seht ihr ihn dann Zähne putzen. Da ist er, der Leo, und putzt sich die Zähne. Und das finde ich auch total lustig. Habt ihr es gemerkt? Das ist hier so eine Garnrolle. So ein bisschen Wolle. Und hier, das ist ein Korken. Und hier oben, da seht ihr diesen Kronkorken sozusagen. Damit sind ja viele Flaschen zugemacht worden. Und das haben die sich gesammelt und daraus im Waschbecken gebastelt. Und hier, das ist ein einfacher Strohhalm. Also das ist Leos Waschbecken. Total lustig, oder? Und hier seht ihr so eine echte große Bürste. Aber die ist viel, viel, viel größer als die von Leo. Der hat da so eine kleine selbstgebastelte. Endlich liegt Leo in seinem warmen Bettchen. Sein Bär Teddy liegt direkt neben ihm und die Bettdecke haben sie sich bis unter die Nasenspitze hochgezogen. Mama, ich bin soweit. Kommst du und erzählst mir noch eine Geschichte? Fragt Leo ungeduldig. Ich will eine ganz spannende hören, eine, die so richtig gruselig ist.
Hier in seinem warmen Mäusebettchen mit Teddy und der brennenden Kerze fühlt Leo Lausemaus sich richtig mutig. Da ist der Leo und liegt kuschelig neben Teddy. Und seht mal, er hat sogar eine Bettdecke mit Käsestückchen und Mäuseköpfen. Und da liegen Leo und sein Lieblingsfreund und Kuschelbär Teddy. Seine Mama liest ihm ein langes Märchen vor und hofft, dass ihr kleiner Leo bald müde wird und einschläft. Dann liest die Mama hier aus dem großen grünen Märchenbuch: Es war einmal. Und daneben brennt die große Kerze. Und Leo lauscht. Als das Märchen zu Ende ist, gähnt zwar seine Mama, aber Leo Lausemaus ist hellwach und fragt ganz aufgeregt: Und dann? Was ist dann passiert? Und wie ist es der bösen Katze ergangen? Jetzt ist es Zeit zum Schlafen, Leo. Es ist schon sehr spät, sagt seine Mama. Die Mama gibt ihm noch einen guten Nachtkuss und verlässt dann sein Zimmer. Aber Leo Lausemaus kann nicht einschlafen. Nach kurzer Zeit steht er auf und nimmt seinen Bären. Komm, Teddy, wir suchen die Mama. Da zeige ich euch noch das Bild von dem guten Nachtkuss, den die Mama dem Leo gibt. Und wer lesen kann wiederum, der kann hier Schnatz lesen da oben. Und hier tigert er mit seinem Teddy und seinem Nachthemd mit dem wunderschönen Mond drauf los, weil er nicht einschlafen kann. Und sucht die Mama gemeinsam mit Teddy. Und das finde ich einfach total niedlich. Das zeige ich euch jetzt direkt. Schaut mal. Das ist das Bett von Leos Mama und Leos Papa. Und die haben nämlich ein Bett aus einem Schuh gebaut. Das sieht irgendwie ulkig aus. Und ich finde auch total süß, diese kleine Nachtmütze, die Leos Mama trägt. Leos Eltern liegen in ihrem großen Bett. Papa schläft schon, weil er am nächsten Morgen früh aufstehen muss. Doch Mama liest noch etwas in ihrem spannenden Buch. Mama, ich habe Durst. Gibst du mir was zu trinken? Auch Teddy hat Durst. Ach, Leo, du kleine Lausemaus, sagt die Mama lächelnd. Dann geht sie in die Küche und dann bekommt Leo eine warme Milch. Gluck, gluck, gluck trinkt er die ganz, ganz, ganz gierig aus. Er trinkt tatsächlich ein ganzes Fläschchen mit warmer Milch auf einmal aus. Danach geht er mit Teddy wieder ins Bett. Uff, ist mir langweilig. Hier passiert aber auch gar nichts Interessantes, murmelt Leo und starrt an die Zimmerdecke. Tja, das kann einem passieren, ne? Dass man im Bettchen liegt und denkt, ist das langweilig. Aber man kann doch so wundervolle Dinge denken. Aber Leo mag nicht in diesem Moment. Aber es geht einfach nicht. Leo kann nicht einschlafen. Er steht also wieder auf und schleicht sich zu seiner Mama. Mama, ich kann nicht einschlafen. Erzählst du mir noch eine Geschichte? Psst, sei leise, Leo. Wir wollen doch den Papa nicht wecken, sagt Mama. Aber Papa schnarcht leise vor sich hin und währenddessen heben und senken sich seine langen Schnauzhaare. Mama, ich will nicht wieder ins Bett. Warum muss ich überhaupt schlafen? Seine Mama gähnt und steigt mühsam aus ihrem Bett. Sie nimmt den kleinen Leo auf den Arm und geht mit ihm zum Fenster. Erstmal seht ihr aber hier, wie der Leo zu seiner Mama kommt. Und da ist sie nämlich auch schon fast eingeschlafen und er weckt sie. Die hat nämlich auch schon fast geschlafen, aber er sagt, Mama, sieh mal, Leo, es ist Nacht. Da draußen ist es dunkel und alle schlafen. Auch die Sonne, die Blumen und alle Tiere im Wald. Da stehen sie am Fenster und die Mama zeigt dem Leo draußen die großen Sterne. Und sie erzählt ihm, die Nacht ist dazu da, sich auszuruhen, um am nächsten Morgen wieder fit und munter zu sein. Nur die Sternlein leuchten am Himmel und wünschen uns schöne Träume. Langsam geht Leo wieder zu seinem Bettchen. Er kuschelt sich zu seinem Bären unter die Bettdecke, schläft ein und träumt. Erstmal kuschelt er sich mit Teddy in sein schönes Bettchen. Und dann schläft er langsam ein. Und wisst ihr, was er Cooles träumt? Er träumt davon, wie er mit seinem Teddy auf riesigen Käsestückchen tanzt. Um ihn herum liegen ganz viele tolle Spielsachen und Leckerbissen. Es ist ein wunderbarer Traum, der bis zum frühen Morgen andauert. Und hier können wir jede Menge entdecken. Guck mal, er tanzt auf dem großen Käsestück
Und hier seht ihr einen kleinen Muffin. Hier ist noch ein anderes großes Käsestück. Hier ist sogar so ein Kringel mit ganz vielen bunten Perlen. Das sind Haselnüsse, Bonbons, ein kleines Flugzeug. Hier hinten ein großer Kuchen, eine Flasche, ein kleines Rädchen und auch weitere Kringel. Also so viele Leckereien. Njam, njam, njam. Also dieser wunderbare Traum, der dauert also bis zum nächsten Morgen an. Die ersten Sonnenstrahlen fallen bereits durchs Fenster direkt auf Leos Bettchen. Und der Leo reckt sich und streckt sich und freut sich auf den neuen Tag, der jetzt kommt. Leo ist bester Laune. Er hat ja so gut geschlafen. So langweilig ist es im Bettchen gar nicht, wenn man schläft und träumt, denkt Leo bei sich. Komm schnell, Teddy, aufstehen, es ist Zeit. Und heute Abend schlafe ich viel früher ein. Vielleicht träume ich dann ja wieder was so Schönes. Und jetzt macht er sich mit seinem Teddy auf den Weg, um ganz viele tolle Abenteuer zu erleben an diesem wunderbaren sonnigen Tag. Genau, wer schläft, der tankt ganz, ganz viel Kraft. Und das ist das Gute am Schlafen. Und wenn man schöne Träume hat, dann macht es sogar richtig viel Laune. Also wir sehen uns mit Leo gemeinsam wieder beim nächsten Mal bei der Wuselstunde. Und ich sage tschüss, Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Viel Spaß heute an diesem Tag, der noch vor euch liegt. Und bis bald. Macht's gut. Eure Maja und euer Leo. Tschüss.